Lange war die Schönholzer Heide nur eins von vielen Waldgebieten im Norden Berlins. Doch die Stadt wuchs schnell im 19. Jahrhundert. Vielerorts im Umland entstanden Fabriken, etwa Borsig in Tegel. Das war der Moment, an dem die bewegte Geschichte der Schönholzer Heide begann. Das Waldstück wurde zum Naherholungsgebiet. Am 19. Februar, an einem sehr kalten Morgen, hat die deutsche Armee Grabowitz umstellt. In Samuscht haben sie uns dann sortiert. Die Jungen und Gesunden sind nach Deutschland gekommen zur Arbeit, entweder zu Bauern oder in Fabriken. Ich kam dann mit meinen Eltern zusammen nach Berlin und wir kamen in die Munitionsfabrik. Etwa die Hälfte der hier Begrabenen sind Pankower Zivilisten, die während der Eroberung Berlins durch die Rote Armee starben. Ebenso wie die 146 Angehörigen von Wehrmacht, Jungsturm und SS. Die Kämpfe um Pankow spielten sich zwischen dem 22. April und dem 2. Mai 1945 ab. Die Anlagen der zwei Berliner Ehrenmäler unterscheiden sich zwar nicht grundsätzlich voneinander, trotzdem gibt es jeweils einige Besonderheiten. Das Schönholzer Ehrenmal ist verglichen mit dem Treptower Ehrenmal zurückhaltend gestaltet und räumt der Trauer um die Toten einen großen Stellenwert ein. Dazu trägt auch die Figur der um ihren Sohn trauernden Mutter Heimat bei. Und das Zweite ist vor allem die Frage bei Schönholz, ja, im Gegensatz zum Treptow. Also offenbar Leute hat, die also ehemalige sowjetische Soldaten, die in deutscher Kriegsgefangenschaft gewesen sind, die dort begraben worden sind. Und das ist in Treptow ja nicht so. Ein Gedenken an die Opfer des ZwangsarbeiterInnenlagers hat sich erst sehr spät im Park etabliert. Im Jahr 2005 forschte eine SchülerInnengruppe des Osjetzky-Gymnasiums über die Geschichte des Parks und brachte den dortigen NutzerInnen mit Schautafeln auch die Geschichte des ZwangsarbeiterInnenlagers näher.